Und vor allem Marie Curie die Dritte. Oh Gott. Marie Curie war eine sehr bewundernswerte Wissenschaftlerin. Wann war denn das? Wann lebte sie? Auf jeden Fall war sie auch quasi mit einer der Pionierinnen oder ein Pionier dabei, Strahlung zu entdecken, leider etwas unbewusst. Und ich glaube, ihr Leichnam ist heute noch in einem Bleisarg ausgestellt. Das weiß ich nicht mehr so ganz. Auf jeden Fall einige Sachen, wie glaube ich zum Beispiel ihr Notizbuch, sind heute auch noch in einem Museum ausgestellt in irgendwo in Frankreich. Ich denke mal in Paris, bin mir aber nicht sicher. Und das muss in einer Bleibox oder hinter einer Bleiabschirmung, soweit ich weiß, versteckt sein, damit die Besucher halt keine zu große Strahlendosis von sich oder mit davontragen. Und ihr Arbeitszimmer, das heute auch noch so existiert, da ist man mal mit einem Geigerzähler reingegangen und selbst der Stuhl, auf den sie ständig gesessen hat, hat immer noch eine übermäßig hohe Strahlung. Zwar nicht so hoch, dass man es irgendwie abschirmen muss oder dass man das Zimmer nicht betreten darf, aber das ist schon krass gewesen. Oder das ist immer noch krass. Und wenn man bedenkt, wenn all die Gegenstände, die sie mitgeführt hat, schon so strahlenbelastet war, kann man sich gut vorstellen, wie sehr die Arme selber verstrahlt war und natürlich auch alle anderen, ihr Mann war, glaube ich, inklusive auch noch, die alle mit an diesem Projekt, an was sie da gearbeitet haben, eben mit beteiligt waren. Die sind, glaube ich, oder die sind höchstwahrscheinlich dann auch irgendwann alle an der Strahlenvergiftung gestorben. Ihr Weihwasser ist strahlenverseucht. Nein, es ist erfüllt vom Licht des Atoms. Ein Jammer, dass nicht jeder Mensch der Erleuchtung harrt. Aber die Wege Gottes sind unergründlich. Boah, diesen Außerdem Scheißsatz, zwingen wir den kannst du dir niemanden, sowas es von zu in den Arsch trinken. schieben. Wir bieten es lediglich den Dürstenden an, um ihr Verlangen nach Höherem zu stillen. Also bei dem Satz werde ich aggressiv. Persönliche Gründe. Ja, und ich bin ein Anhänger vom Gott des Krieges und ich erfülle den Willen von Mars und hau da jetzt Blei in die Birne. Das ist mein Verständnis von Erlösung. Ich muss in das Kloster. Ich fürchte, wir können Unerleuchteten keinen Zutritt gewähren. Ihre Anwesenheit würde unser heiliges Werk beflecken. Wenn Sie jedoch willig sind, im heiligen Licht des Atoms getauft zu werden, könnte ich Sie einlassen und unsere Anführerin vorstellen. Ich könnte den ganzen Laden aufbessern, wenn ich in das Wasser reinpissen würde, aber okay. Sie meinen, ich muss verstrahlt sein, damit ich eingelassen werde. Das würde nicht zu unserem Karma passen. Sie meinen, ich muss verstrahlt sein, damit ich eingelassen werde? Ja, nennen Sie es, wie Sie wollen. Wir lassen schlicht und einfach niemanden ein, der das Licht nicht in sich trägt. Gehen Sie zum Allerheiligsten, Pilger. Beten Sie zum Atom, auf dass es Sie mit Leuchten erfülle. Erstrahlen Sie im atomaren Glühen des ewigen Lichts. Optional, Sie verstrahlen das. Und hören Sie, ich will nicht verstrahlt werden, um in Ihre Kirche zu kommen. Moment. Willkommen in unserem. Es tut mir leid, aber ich muss darauf bestehen. Sie dürfen die geheiligte Stätte erst betreten, wenn Sie das Licht des Atoms erfahren haben. Was für Sie Strahlung ist, ist für uns die Rettung aus der Verdammnis. Wie könnten wir zulassen, dass die Verdammten unser heiliges Kloster betreten? Beten Sie zu unserem Allerheiligsten und lassen Sie Atom wissen, dass Sie nach Erleuchtung streben. Mögen Sie im ewigen Licht leuchten. Oh, bitte lass die alle Finger haben, damit ich die alle später kaputt schießen darf. Sich Zutritt zum Kloster verschaffen. Moment, wo führen uns denn jetzt die. Führt alles hier hin. Gut. Das geht nicht schnell genug. Das geht auch nicht schnell genug. Das ist alles zu wenig.
Tarnfalle? Lassen Sie die Finger davon. Ah. Das meint man also im heiligen Licht des Atoms baden. Und ich bin... Nee, ich stecke nicht hier drinne fest. Mehr als 6 geht nicht? Nee. So, wie weit muss ich mich verstrahlen lassen? Reichen 200? Gilt das dann schon? Ja, ich bin strahlenvergiftet. Aber das optionale Ziel ist noch nicht abgeschlossen. Also 400. Also ich sitze quasi gerade auf... Ja, was ist das hier? Uran? Es glüht auf jeden Fall schön grün. 400 reicht immer noch nicht. Huiuiui. Okay. Ja, Holz wird hier nicht helfen. Da braucht ihr einen Bleiverschlag, damit das überhaupt irgendwas nützt. Mir fällt gerade auf, hier ist vieles aus Holz und Stein und sehr wenig aus Metall. Meine Fresse. Metall würde ja Strahlung sehr viel besser aufziehen oder einziehen lassen. Wo man sich dann natürlich dann auch nebenstellen könnte. Oder um sich verstrahlen zu lassen. Aber Holz und so... Ich habe zwar eben von Marie Curie geredet und der Stuhl, auf dem sie immer saß, der schon strahlenbelasteter war als andere Dinge. Und das war ein Holzstuhl. Oder ist, beziehungsweise ist ein Holzstuhl. So, also... Möge das Atom unseren Weg erhellen. Boah, Licht. Möge das Atom... So, das Licht des Atoms leuchtet jetzt in mir. Lassen Sie mich in Ihr Kloster. Oh, nur die Sonnen des Atoms selbst vermögen Ihr Licht zu überstrahlen. Bitte, treten Sie näher. Bitte sprechen Sie mit unserer Anführerin, unserer leuchtenden Mutter Curie der Dritten. Möge... Ja. Ich hätte doch einfach eine Granate. Granate da drauf platzieren können. Die Stimme passt definitiv nicht. War unsere Welt kahl und unfruchtbar. Und unser Volk ist in der Seele öd und leer geworden. Die Herzen der Menschen sind dürr und kalt geworden. Und Durst verzehrt die Schwachen Gule. Und die Starken gleichermaßen. Doch wir können sie retten. Denn die Fülle des Atoms hat uns die Gabe der Gnade und des Mitleids beschert. Brüder, lasset uns das Wasser des Lichts mit ihnen teilen. Lasset sie vom Atom erfüllt werden. Lasset sie an seinem Leuchten teilhaben und wahrhaft erleuchtet werden. Lasset sie in Ruhe. Lasset sie ewig leben und an unserer Seite im gnadenvollen atomaren Glühen wandeln und nie wieder öd und leer sein. Lasset sie überhaupt am Leben. Oh, ich hatte nicht erwartet, dass jemand zu unserem Altar pilgern würde. Wir sind leider auf unangekündigte Besuche nicht vorbereitet. Moment mal, Moira? Sie müssen Bruder Gerard gewaltig beeindruckt haben. Er ist ein lieber Junge, aber ziemlich schrill. Ich hoffe, er ist Ihnen nicht zur Last gefallen. Ach, wie unhöflich von mir. Ich bin Mutter Curie die Dritte und leite die Apostel des ewigen Lichts. Was kann ich für Sie tun? Leuchtende Mutter, ich muss mit Ihnen über Ihr Weihwasser sprechen. Ja? Fragen Sie doch Bruder Gerard. Er wird Ihnen sicher gern eine Flasche oder zwei geben. Für milde Gaben berechnen wir nichts, wissen Sie? Milde Gabe. Wie wird das Weihwasser gemacht? Das Wasser war ein Geschenk des Atoms. Ich meditierte gerade, eben hier in Springvale, als 4 seiner bewährten Engel zu mir herunterstiegen.
Als ich sagte, ich sei aus Megaton, gaben sie mir Fässer von Aqua Pura, die ich mit meinen Leuten teilen sollte. Das erwähnten sie sehr deutlich. Natürlich verstand ich die Botschaft des Atoms. Oh, seitdem segne ich dieses Weihwasser und teile es mit allen Menschen auf der Welt. Also, ich bin eine Person, die sehr schwer vom Begriff ist. Oft, bei vielen Sachen. Aber das... Boah. Warum machen Sie das alles? Was für eine Frage. Ich mache das natürlich, um den Leidenden dieser Welt die Erleuchtung zu bringen. Das Atom kam mit einer Vision zu mir. Die Hungernden, die Kranken, die Schwachen sollten durch das Sakrament des atomaren Glühens gesunden. Dank unseres Weihwassers ist die Vision Realität geworden. Die Kranken werden wiedergeboren und erstrahlen im Antlitz des erhabenen atomaren Glühens. Der Wiedergeborene kennt keinen Hunger, kein Leid, kein Altern. Das Glück unserer erleuchteten Brüder und Schwestern liegt nur im atomaren Glühen. Würde ich mit einer Facecam spielen, würdet ihr jetzt seit knapp 20 Minuten ein sehr schmerzverzerrtes Gesicht sehen. Ach, meine Fresse. Wissenschaft, Menschen in Ghule zu verwandeln, aber das erfordert unglaubliche Strahlungsmengen. Das ist richtig, aber unser Weihwasser vermag Wunder zu wirken. Das unbefleckte Aqua Pura ist ideal, um den Segen des Atoms zu spenden. Leider erreichen nur wenige der Anwärter das ewige Licht. Die übrigen müssen sich mit der Erleuchtung und dem Ende ihres Leids zufrieden geben. Dem Tod. Meine Fresse. Also dieser Griffin, der wenigstens wusste, was er da tat, ist die eine Sache, aber so beschränkt und dumm zu sein. Bah. Sie verseuchen das Aqua Pura, um Weihwasser herzustellen. Hören Sie damit auf. Und vor allem, überall ist Wasser verstrahlt. Jetzt gibt's eine Quelle, wo das Wasser mal nicht verstrahlt ist. Und das Erste, was so eine Person denkt, ist noch mehr zu verstrahlen. Seien Sie nicht albern. Wie sonst sollen wir den Unerleuchteten das Wort verkünden? Viele fürchten sich vor dem Atom und seinem Leuchten. Sie missverstehen es als Kraft der Zerstörung, anstatt es als Weg zur Vervollkommnung zu erkennen. Aber dieses wundervolle Weihwasser trinken Sie ohne Furcht. Und wenn Sie erst vom Leuchten erfüllt sind, kennen Sie keine Furcht mehr. Charisma. Durch Tricks findet niemand die Erleuchtung. Man muss bewusst danach suchen. Da haben Sie nicht ganz Unrecht. Man kann niemanden gegen seinen Willen zur Rettung zwingen. Das wäre nicht richtig. Selbst im Namen des Atoms. Vielleicht haben Sie recht. Wir dürfen das Wort vom Licht des Atoms nicht durch Täuschung verbreiten. Damit wird das rettende Heil selbst zur Farce. Wir werden das Aqua Pura nicht weiter als Weihwasser verwenden. Unsere Fürsorge wird nur mehr jenen zuteil, die uns aufsuchen. Gut, also gibt das Wasser das nächste Mal unverstrahlt an Megaton weiter. Danke, dass Sie sich für Weisheit statt für Gewalt entschieden haben. Ja. Right away, wo haben wir es denn? Da. Nein. Achso, da. Huch, immer noch so viel. Jetzt aber. Ja. Naja. Bitte? Sonne des Atoms. Champion des Atoms. Ihr wollt mich doch wohl verarschen. Was zum...
Allzu lange war unsere Welt kahl und unfruchtbar. Und unser Volk ist in der Seele öd und leer geworden. Die Herzen der Menschen. Dann entscheide ich mich doch gerade mal für Gewalt. Und Durst ver. Oh! Ich werde ihre verrückte Sekte vernichten, und zwar sofort. Ach, an diese Art der religiösen Verfolgung sind wir bereits gewöhnt. Religiöse Verfolgung? Ich weigere mich aber, Gewalt mit Gewalt zu lösen. Seien Sie nicht. Wenn Sie nicht freiwillig aufhören, es muss doch etwas geben, das ich tun kann, um Sie zu überzeugen. Überstürzen Sie nichts, mein Kind. Bald wird Ihnen das Atom die Augen öffnen, und Sie werden die Wahrheit erkennen. Das Schlimme ist, die glaubt ja wirklich daran. Das ist nicht mal böswillig gemeint. Das ist... Oh Gott. Das geht jetzt nicht... das geht jetzt schon viel zu lange so, Zeit zu sterben. Was macht sie denn so sicher? Woher nehmen Sie sich das Recht, fürs Atom zu sprechen? Eine berechtigte Frage. Mir war immer schon bewusst, dass ich für Höheres bestimmt bin. Aber ich hatte mich stets dagegen verwehrt. Ich? Und Höheres? Ja. Aber eines Tages schlief ich während einer Predigt des Beichtvaters ein. Natürlich. Und hatte einen Traum. Ich träumte vom Propheten des Atoms, strahlend im heiligen Licht. Er wies mir mein Schicksal, meine Mission. Ich wurde berufen und ich antwortete. Der Einzige, der mich überzeugen könnte, einen anderen Weg einzuschlagen, ist der Prophet des Atoms selbst. Nur weil ich manchmal von Werwölfen träume, heißt es nicht, dass irgendwo ein großer Werwolfmeister... Ah, Gott. Naja, was heißt manchmal von Werwölfen träumen? Einmal ein Albtraum und einmal vor Jahren etwas, das mir geholfen hat, meine eigene Geschichte zu schreiben. Ugh. Ich bin es, der Prophet des Atoms. Hört sofort auf, das Wasser zu verstrahlen, ihr Volldübel. Mein Quietschpieps 2000 sagt das auch. Gibt es denn gar nichts, was ich tun kann, um sie zu überzeugen? Wie wäre das? Ich bin es. Du bist wirklich der Prophet des Atoms. Ich kann nicht so leichtgläubig sein. Erst jetzt erkenne ich dich. Deine Augen leuchten. Dein Körper strahlt durch die Glut des Atoms. Ja, weil ich... Ich habe es nicht... Oh Herr, jetzt, wo du dich mir gezeigt hast, erkenne ich meine Sünden. Vergib mir, denn ich wusste nicht, was ich tat. Dein Wort spricht auch ohne das Weihwasser. Wir bringen das Aquapura nach Megaton zurück. Unverstrahlt. Es ist eine Prüfung. Die Würdigen werden uns finden und mit uns das Wort des Atoms. Mögen sie ihren Seelendurst mit dem Wasser des Lichts löschen. Ich gehe jetzt, mein Herr. Ich kann es nicht länger ertragen, in dein leuchtendes Antlitz zu blicken. Ich wollte eigentlich Gewalt ausüben. Ist auch cool, die Lösung, aber... Viel zu lange war jetzt wird geschossen. Kahl... Oh! Sie verseuchen das Aquapura. Wenn Sie es nicht freiwillig aufhören, zwinge ich Sie dazu, notfalls mit Gewalt. Wenn Sie meinen, zur Gewalt greifen zu müssen, bitte. Ich werde mich nicht wehren. Es wäre allerdings vermessen von mir zu behaupten, dass meine Jünger meine Friedensliebe uneingeschränkt teilen. Geht es Ihnen gut? Verdammt, ein Kampf. Hm. So viel dazu. Selbst das die hier unten nicht. Los. Besser. Oh ja. Jetzt. Meine Fresse, halten die viel aus. Ich lade gleich eh, also ist das jetzt scheißegal, wie viel ich hier verbrauche. Zack.
Hab ich dich? Wo? Oh, der hält auch ein bisschen was aus. Freiwasserflugplatz, Stimpack, Stimpack. I don't want to set the world on fire. I just want to start.